Hallo Herr Stegner, guten Tag. Hat die SPD überhaupt noch eine Chance? Eine große. Erleben wir einen fairen Wahlkampf? Total. Kann man jeden neuen Vorschlag der SPD direkt abwatschen mit der Phrase XD-Roff-Loll, aber ihr seid doch Teil der Bundesregierung? Weniger, weil die Union macht ja gar keine Vorschläge. Ihre größte Gemeinsamkeit mit Benjamin Blümchen? Sympathisch. Gehören Kriege, Rentenkürzung und Hartz IV zur Sozialdemokratie? Gar nicht, gar nicht. Wir haben gegen den Irakkrieg gestimmt. Gerd Schröder hat das verhindert, Frau Merkel war dafür. Und ich meine, was gegen Massenarbeitslosigkeit tun, das mussten wir damals. Trotzdem war vieles nicht richtig und wir haben es korrigiert. Übrigens nicht alleine. Haben Sie einen unveröffentlichten Tweet in Ihrem Entwürfeordner? Keinen mehr. Und wenn, würde ich ihn, glaube ich, hier verschweigen. Wie lange müsste ich arbeiten, um im Monat 1000 Euro Rente zu beziehen? Also, ich glaube, als Durchschnittsrentner, sagen wir mal so rum, das kann man nicht so pauschal beantworten. Die Hauptkritik an dem neuen Rentenkonzept der SPD ist ja, dass das vor allem die Jungen belastet, also das wäre dann vor allem für uns. Das ist doch Quatsch. Das Beste für die Jungen ist, dass sie älter werden. Und dass sie dann eben auch die Solidarität bekommen. Wir haben jetzt zwei geteilten Vorschlag. Erstens, dass die Rente reichen soll, wenn man gearbeitet hat. Aber zweitens, dass die Jungen ordentlich verdienen, damit sie am Ende auch eine gute Rente bekommen. Daran hängt so keine befristete Arbeit, gleicher Lohn für gleiche Arbeit für Männer und Frauen. Das ist der Kern. Und keine Bildungsgebühren, Hilfen für Familien. Wenn man das macht, dann reicht auch die Rente. Dieser Egoismus Generation gegen Generation, das macht die Union und andere. Das sollten wir nicht machen. Also das ist dann generationsgerecht? Ich finde ja. Scheuer verglichen Sie mit Kim Jong-un, die Facebook-Chefin optisch mit Schäpe. Haben Sie einen passenden Vergleich zu meiner Person? Oh, also Stan Laurel? Das ist aber nett, ja. Warum steht es in den SPD-Ländern um die Bildung immer so schlecht? Das behaupten andere, das ist aber Quatsch. Wir sorgen für Chancengleichheit, zum Beispiel in Bayern. Bremen. Die Bayern lassen so viele gar nicht zum Abitur zu. Die importieren Studierende, die anderswo ausgebildet worden sind. Wir wollen Chancengleichheit. Die Behauptung, die Bildung sei schlechter in SPD-regierten Ländern, kommt insbesondere von Wirtschaftsverbänden. Die wollen auch eine andere Form von Bildung haben. Die sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wir wollen das. Natürlich ist auch berufliche Bildung wichtig und Studium ist nicht ein Lebensziel. Aber jeder, der es will, muss es machen können. Das darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängig sein. Und da unterscheiden wir uns eben von Konservativen und Liberalen. Und deswegen können wir die Kritik von Wirtschaftsverbänden gut aushalten. Warum gibt sich Martin Schulz nicht einfach mit dem Titel GQ-Mann des Jahres 2012 zufrieden und geht in Rente? Weil wir für Deutschland eine bessere Zukunft wollen und die geht mit Frau Merkel nicht. Die hat keine Ideen mehr, die ist ausgebrannt, die hat den Seehofer an der Backe. Martin Schulz hat eine gute Politik und eine gute Partei hinter sich und der soll Bundeskanzler werden. Was müsste Trump tun, um das Verhältnis zu Deutschland so richtig zu belasten? Die nächste Wahl auch noch gewinnen. Ausgerechnet jetzt nimmt Gerhard Schröder einen 500.000-Dollar-Job in einer russischen Staatsfirma an. Da wird ja wohl die Frage erlaubt sein, was soll der Scheiß? Also meine Wahl wäre das nicht. Trotzdem muss man sagen, wir müssen uns darum kümmern, mit den Russen ordentlich zurechtzukommen. Die Dämonisierung Russlands taugt genauso wenig, wie die Heroisierung, die Linkspartei sie macht. Also sich um Ausgleich zu kümmern, was Martin Schulz tut, was Sigmar Gabriel macht, was Frank Steinmeier gemacht hat, das ist richtig. Persönlich hätte ich mich da noch anders entschieden, aber so ist das. Muss ich da die Partei dann distanzieren von so einem Altkanzler, so einer Koryphäe? Das ist ja... Menschen machen unterschiedliche Dinge, die findet man unterschiedlich gut. Das ist nicht nur in der SPD. Würden Sie gemeinsam mit Florian Schröder ein unwitziges Satire-Bühnenprogramm machen? Also, ich finde das cool, was der Peer Steinbrück da macht, aber es geht noch witziger. Hätten Sie spontan einen Witz, den Sie zusammen mit Florian Schröder erzählen wollen würden? Gehen ein 95-Jähriger und ein 93-Jähriger Ehepaar gehen zum Anwalt und wollen sie scheiden lassen. Also, um Gottes Willen, sie sind 70 Jahre verheiratet und wollen sie scheiden lassen. Warum das denn? Ja, wir wollten warten, bis die Kinder gestorben sind. Werde ich die Eröffnung des Berliner Flughafens noch miterleben? Das nicht, mal gucken. Das könnte klappen. Warum war die Agenda 2010 rückblickend eine saudumme Idee? Naja, wir hatten 5 Millionen Arbeitslose, man musste schon was tun, aber wir hätten manches besser machen können. Wir hätten aber den Mindestlohn gebraucht schon. Wir hätten das Fördern und Fordern ein bisschen gleichgewichtiger machen sollen. Aber hätte Fahrradkette, hat mal ein prominenter Sozialdemokrat mir gerade entfallen, wer das war. Aber einer hat das mal gesagt und da ist was dran. Lebe geht weiter, sagt Stepanovic, der Philosoph aus Frankfurt. Ihre Botschaft an Thilo Sarrazin? Raus aus der SPD. Wo läge der elementare Unterschied in Sachen Flüchtlingspolitik mit einem Kanzler Schulz?
dass wir Humanität zum Gesichtspunkt machen, dass wir den Menschen helfen, dass wir die Flüchtlinge nicht bekämpfen, sondern die Fluchtursachen, das in Europa gemeinsam tun. Sind Sie froh darüber, dass alle SPD-Mitglieder, die 1914 den Ersten Weltkrieg durch die Zustimmung der Kriegskredite ermöglichten, tot sind? Das finde ich eine alberne Frage. Jeder muss in seiner Generation das tun, was richtig ist. Und das ist im Nachhinein manchmal ziemlich leicht. Ich bin stolz darauf, dass die SPD in der Krolloper gegen das Ermächtigungsgesetz von Hitler gestimmt hat. Das unterscheidet sie von allen anderen Parteien. Glauben Sie, dass ich bei der nächsten Bundestagswahl das Kanzlerduell moderieren könnte? Könnten Sie für mich da ein gutes Wort einlegen? Also ich gucke mir das mal heute bis zum Ende an und wenn das was taugt, dann wäre ich willens, das zu tun. Ob die auf mich hören bei ARD und ZDF, da bin ich jetzt nicht ganz so sicher. Die hören ja eher Frau Merkel. Welchen Musiktipp twittern Sie morgen für uns da draußen im digitalen Orbit? Ich mache mal was für Sie. Yesterday Man. Ich zeige Ihnen nun drei Persönlichkeiten und bitte um sofortigen verbalen Ausschluss Ihrer ersten Kurzassoziation. Oha. Das ist doch der Nachbar von Gauland, guter Fußballer. Also diese komischen Hipster, gegen die der Spahn was hat, glaube ich. Der spricht wahrscheinlich auch noch Englisch. Also, ja, dann sollte ich mich auf seine Seite schlagen, okay. Ja, da haben Sie wieder eins meiner nettesten Bilder rausgesucht. Das finde ich schön, das gefällt mir. Das ist das erste Bild, was man findet, wenn man Ihren Namen eingibt auf Google. Das glaube ich nicht. Echt? Alles klar, gut, vielen Dank. Da muss ich auch schon schnell weiter. Und ich bedanke mich bei Ihnen. Sie wähle ich auf jeden Fall. Tschüss!